So, wir wollen dann direkt zum ersten Vortrag kommen. Der erste Vortrag wird gehalten von meinem Freund Serge Ginter aus Luxemburg, der extra hierher gekommen ist, obwohl er eigentlich schon in Asien sein sollte und direkt von hier zum Flughafen Frankfurt eiligst sich fortschleichen will. Aber ich möchte trotzdem ein paar Dinge sagen. Wir sind alte Kieler Kollegen, also aus der Kieler Schule, und er hat seine Stationen in Straßburg, Kiel und Grenoble und hat heute ein UVF-Zentrum in Luxemburg. Auch dort macht er Gynäkologie, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin, hier auch. Also auch er bietet den Service von der Eizelle bis zum Kinde. Er ist ein renommierter Lifestyle-Doktor, würde ich sagen, im Zentrum von Europa gelegen und veranstaltet seit vielen Jahren renommierte Anti-Aging-Kongresse. Er wird auch heute zu diesem Thema Stellung nehmen. Ein interessantes neues Highlight, ich denke, die Möglichkeiten von Aspirin über die gängigen Therapien hinausgehend. Lieber Serge. Vielen Dank für die Einladung nach Stuttgart. Vielen Dank für die 25-jährige Freundschaft. Die Kardiologen haben vor 20 Jahren die Kardioprotektion entdeckt und gefördert. Es wurde sehr viel in dem Bereich kardiovaskuläre Primärprävention und Sekundärprävention gemacht. Die Onkologen, ich weiß nicht, ob es welche hier im Saal heute gibt, habe ich den Eindruck, laufen immer noch ihre Krankheit ein bisschen hinterher mit Chemotherapien, mit Radiotherapien, mit aggressiven Therapien. Haben vielleicht ein bisschen zu wenig über onkopräventive Maßnahmen nachgedacht. Es gibt viele Ansätze zurzeit. Es wird viel auf Anti-Aging-Kongressen über diese Ansätze gesprochen. Es gibt viele Substanzen, wie zum Beispiel Metformin, wo man weiß, dass es onkopräventive Wirkungen haben kann. Es gibt das Denosumab zum Beispiel, was man gegen Osteoporose einsetzt, also mit dieser Wirkung auf den RANK-Liganden, hat wohl auch eine onkopräventive Wirkung. Es gibt andere Substanzen in Pflanzeninhaltsstoffen, wie grünen Tee, wo lange darüber gesprochen wird schon. Vitamin D zum Beispiel, weiß man heutzutage, hohe Vitamin D Levels im Blut schützen vor hormonrezeptorpositiven Tumoren, aber auch Aspirin oder Acetylsalicin. Was die Compliance angeht, ich bin nicht gesponsert von keinem dieser Hersteller, leider würde ich sagen. Sie wissen, diese Substanz gibt es schon seit über 100 Jahren, wurde also von der Firma Bayer vor über 100 Jahren schon vermarktet. Das ist die Molekül, die Struktur. Und ASS gibt es auch in der Weidenrinde, war aber schon sehr früh, also die Weidenrinde-Extrakte waren schon sehr früh als Heilmittel bekannt. Es gibt auch Salicylsäure im sogenannten Bibergeil, darauf gehe ich noch ein. Isolation von Salicylin gab es 1821 zum ersten Mal. Es gab 1874 die erste Salicylsäurefabrik und 1897 hat Felix Hoffmann gewonnen, es für Bayer zu industriell herzustellen. Bibergeil ist ein Duftextrakt und aus dem kann man Salicylsäure extrahieren. Wir wissen schon seit langem, dass diese Substanz antiphlogistisch, antipyretisch, analgetisch und seit einiger Zeit wissen wir auch, dass es Thrombozytenaggregationshemmend ist, wurde von den Kardiologen zur Primär- und zur Sekundärprävention eingesetzt, in letzter Zeit hauptsächlich nur noch zur Sekundärprävention. Aber ich möchte Ihnen jetzt zeigen, in den nächsten Minuten, dass es wohl auch eine onkopräventive Wirkung hat. Ich gehe später nochmal auf den Wirkmechanismus ein. Die Acetylsalicylsäure blockiert vor allem die Cyclooxygenase, die sich zwischen der Arachidonsäure und den Prostaglandinen befindet. Also die Verwandlung von Arachidonsäure und Prostaglandine wird gehemmt. Wir kennen die Nebenwirkungen, das sind vor allem die Blutungen. Blutungen im Gastrointestinaltrakt, Urogenitaltrakt, intrakranial, das sind vor allem die gefürchtesten. Die 10 Jahres
Inzidenz für eine gastrointestinale Blutung, die geht von 1% ohne Aspirin auf 2-3 unter Aspirin, also verdoppelt sich. Es gibt auch verschiedene Fälle von Allergie und aus diesen Nebenwirkungen ergeben sich dann auch die Kontraindikationen, die bekannt sind, vor allem gastrointestinale Ulzera, im Allgemeinen Blutungsstörungen und vor allem der unbehandelte Hypertonus. Was heißt Onkoprävention? Das heißt Primärprävention, also die Verhinderung der Krebsentstehung und auch die Sekundärprävention, das heißt die Verminderung von Krebserkrankungen bei Patienten, die schon Krebs haben. Wie kam der Stein jetzt ins Rollen? Das war vor allem dieser Herr, Professor aus Oxford, Peter Rothwell. Der hat seit 2007 mehrere Meta-Analysen, meistens im Lancet Oncology, veröffentlicht über Aspirin bei Krebspatienten und die erste Studie, die hat er 2007 schon veröffentlicht und er hat in der Studie gezeigt, also er hat erstens mal zwei randomisierte Studien genommen, die liefen, das war der British Aspirin Trial und der United Kingdom Aspirin Trial, das waren männerbetonte Studien mit dem Endpoint kardiovaskulär. Also es ging da primär nicht um onkopräventive Wirkungen. In diesen zwei Studien wurde Aspirin täglich, und darauf komme ich noch zu sprechen, in der Dosierung von 300 Milligramm genommen. Und er hat gezeigt in der Studie, dass bei diesen Patienten, er hat sich also die einzelnen Patientendaten rausgeben lassen, dass die Inzidenz vor allem von kolorektalen Karzinomen runterging. Daraufhin gab es dann nach dieser Meta-Analyse gab es eine internationale Konsensus-Statement zu dieser Meta-Analyse, die wurde auch schon 2009 im Lancet Oncology veröffentlicht und diese Autoren haben gesagt, dass es evident ist, dass es einen chemopräventiven Effekt gibt bei Aspirin und auch anderen nicht-steroidalen antientzündlichen Medikamenten, wo es aber leider wenig Studien zurzeit gibt. Und dass ganz sicher bei kolorektalen Karzinomen es eine Primärprävention gibt, nachher zeige ich auch, dass es eine Sekundärprävention gibt, und die gilt auch für andere COX-2-Inhibitoren. Das war so 2009. Daraufhin hat der gleiche Autor, also Rothwell, nochmal im Lancet 2011 nochmal eine Studie, eine Meta-Analyse veröffentlicht. Da hat er jetzt 7 randomisierte Studien genommen, hat sich wieder die individuellen Patientendaten aus diesen Studien rausgezogen, das waren wiederum Studien mit dem Endpoint kardiovaskulär und er hat jetzt in dieser Studie gezeigt, dass dann sich diese Wirkung von Aspirin quasi unabhängig von der Dosierung ist, das heißt auch bei geringeren Dosierungen wie 300 Milligramm, zum Beispiel also 80 Milligramm oder 100 Milligramm, wie die Kardiologen einsetzen, dass man auch diesen Benefiz gefunden hat. Er hat dann 2012 noch eine größere Meta-Analyse veröffentlicht, also die sich auf 51 randomized Control Trials bezieht. Und er hat jetzt in der Studie gezeigt, dass wenn man Aspirin vergleicht, also randomisiert mit Patienten, die keine Thrombozyten- und Aggregationshemmer nehmen, dass man die Gesamtsterblichkeit unter Aspirin geht runter für nicht vaskuläre Erkrankungen, aber auch für vaskuläre Erkrankungen, dass man sowohl Langzeiteffekt hat, wie auch einen Kurzzeiteffekt. Kurzzeiteffekt hat man vor allem, wenn man die Dosierung von Anfang an etwas höher wählt. Und die Resultate, finde ich, sind relativ spektakulär. Man hat die Krebsmortalität ist bis zu 30% verringert für quasi alle solide Tumoren. Es geht nicht nur um kolorektale Karzinome. Und wenn wir wissen heute, mit viel weniger die Onkologen oft zufrieden geben bei aggressiven Therapien, Chemotherapien, wo man oft schon glücklich ist, wenn man die Mortalität um 5% verringert, finde ich diese Resultate für eine Substanz, wo man kaum Nebenwirkungen hat, trotzdem ziemlich spektakulär. Und unten, wenn Sie jetzt die absolute Risikoreduktion nach 3 Jahren schauen, die liegt also nach 3 Jahren schon bei 2,2 Fällen auf 1000, nach 5 Jahren schon bei 4,8 Fällen auf 1000 Patienten. Das ist viel.
diese Linie, zeigt Ihnen, das ist die, das sind die Blutungsereignisse. Und da sieht man, Blutungsrisiko hat man vor allem die ersten 3 Jahre mit Aspirin. Nachher nimmt dieses Blutungsrisiko wieder ab, man weiß nicht genau warum. Der kardiovaskuläre Benefit ist negativ korreliert mit dem Blutungsrisiko. Das ist diese grüne Linie hier. Und was uns jetzt interessiert, ist diese blaue Linie, das ist die Krebsinzidenz. Und da sieht man, so ungefähr nach 3 Jahren nimmt die deutlich ab bei Patienten unter Aspirin. Und dann hat der Rothfeld gesagt, okay, wir wissen jetzt, in der Primärprävention scheint es was zu bringen. Schauen wir uns erstmal die Patienten an, die schon eine Krebsdiagnose haben bei Beginn der Studie. Also er spricht jetzt von der Sekundärprävention, von der Verringerung, zum Beispiel der Metastasierung. Und da hat er wieder 5 randomisierte Studien genommen. Da waren immerhin 987 solide Tumoren in diesen Studien. Und er hat gezeigt, dass die Fernmetastasierung unter Aspirin abnimmt, umso mehr, wenn es sich um Adenokarzinome handelt, umso mehr, wenn es sich um Adenokarzinome im Kolorektalbereich handelt. Und auch hier waren wieder die Resultate sehr spektakulär, finde ich. Also Metastasierung ging um bis zu 75% runter, was, finde ich, wirklich in der Medizin, also in Onkologie, sehr viel ist. Und das mittlere Follow-up für diese Meta-Analyse, die lag bei 6,5 Jahren. Und dann hat er gesagt, okay, also Sie sehen schon, er ging sehr systematisch in seiner Analyse vor. Er hat gesagt, okay, wir haben jetzt diese Meta-Analysen mit randomisierten Studien. Das Problem der randomisierten Studien ist, dass etwas seltenere Krankheitsereignisse in dieser Studie ziemlich schlecht analysiert werden. Dann hat er gesagt, okay, ich vergleiche jetzt längere Beobachtungsstudien, die zum Teil schon 10, 20 Jahre laufen, vergleiche ich jetzt mit diesen etwas kurzfristigen randomisierten Studien und kann dann daraus sehen, ob es auch zum Beispiel für etwas seltenere Tumore wie Speiseröhre, Magen, Gallenblase und Brust, ob es da auch einen Effekt gibt. Warum habe ich bis jetzt wenig über Mammakarzinom gesprochen? Weil alle diese Studien waren ziemlich männerbetonte Studien. Es waren vor allem Männer in diesen englischen Studien drin und es gab zu wenig Mammakarzinome. Aber wie ich Ihnen jetzt zeigen werde, es gibt auch ein paar Studien, die sich damit beschäftigen. Das ist auch interessant. Und bei diesem Vergleich zwischen den Beobachtungsstudien und den randomisierten Studien war an sich der Trend der gleiche. Das sieht also so aus, wie wenn sich das quasi diesen Benefit für quasi alle soliden Tumore, dass man den hat. Nun gab es dann 2 Harvard-Mediziner und die haben dann 2012 nach all diesen Meta-Analysen sich die Frage gestellt, können wir dann jetzt allgemein Aspirin empfehlen zur primären Krebsprävention? Und die Antwort von diesen 2 Medizinern, Chong und Cook, waren an sich nein, aber die Antwort war mir eine methodologische Antwort. Die haben gesagt, erstens mal die erste Kritik, die Women Health Study und die Physician Health Study wurden nicht berücksichtigt. Das waren aber jetzt die größten Studien, die derzeit liefen. Und diese Studien haben den Vorteil nicht gezeigt. Das Problem in diesen Studien ist, dass man Aspirin immer nur jeden 2. Tag gegeben hat. Und wir wissen, dass wenn man einen Thrombozytenaggregationseffekt sucht, reicht es, wenn man Aspirin quasi 2-mal die Woche nimmt. Sie wissen, dass man vor einer OP, Aspirin ungefähr 8 Tage vorher absetzen soll. Das heißt, auf dieser Schiene Thrombozytenaggregation reicht es, wenn man es nur alle 2-3 Tage gibt. Aber in der Onkoprävention, und darauf komme ich jetzt, das zeige ich Ihnen noch, da zielen wir vor allem auf die Entzündungsschiene. Und da muss man womöglich Aspirin täglich geben, um die Wirkung zu erreichen. Die haben auch gesagt, dass man nicht ausreichend die Komplikationen berücksichtigt hat. Und es gibt aber auch
andere Autoren. Es gab nicht nur Rothwell, es gab auch eine andere Londoner Gruppe, die haben auch über Aspirin 2012 eine Veröffentlichung gemacht. Die kamen ungefähr zu den gleichen Schlussfolgerungen wie Rothwell, haben aber gezeigt, dass für Brust und Prostata die Reduktion relativ bescheiden waren. Hier sind hier sieht man oben die Beobachtungsstudien, also mit dem statistisch signifikanten Ergebnis unten die Randomized Trials. Und was jetzt Brustkrebs angeht, da gibt es eine amerikanische Studie, die hat sich über Aspirin und Brustkrebs eine Studie laufen lassen, und die haben gezeigt, also in der Sekundärprävention, also bei Patienten, die schon die bei der Diagnose, auf die beim Anfang der Studie schon die Diagnose Brustkrebs hatten und die mindestens ein Jahr überlebt haben, hat man auch unter Aspirin wieder eine Verringerung der Metastasierung und der Rezidive gefunden. Es läuft auch eine Studie zurzeit mit einem anderen COX-2-Inhibitor, mit dem Celecoxib. Und da gibt es auch eine deutsche Gruppe, die an dieser Studie veröffentlicht ist, mitarbeitet. Hier geht es auch hauptsächlich um die Sekundärprävention. Also hier sind auch wieder Patienten drin, die schon Mammakarzinom haben. Die Ergebnisse sind hier noch nicht veröffentlicht. Nun, man kann als Kritik sagen, es ist natürlich statistisch invalide oder immer gewagt, wenn man eine Studie, die mit dem Endpoint kardiovaskulär gemacht wurde, wenn man die nachher versucht umzumünzen. Das ist klar, das ist statistisch immer fragil. Das Problem ist nur, wir haben keine anderen Studien. Und wenn heute solche Studien anlaufen würden, wo man sagen würde, jetzt Endpoint ist Onkoprävention bei Aspirin, dann muss man damit rechnen, dass es wenigstens 5 bis 10 Jahre dauern wird, bis man die ersten Resultate hat. Und es ist auch fraglich, ob diese Studien überhaupt jemals laufen werden. Nun, die Frage, warum scheint Aspirin onkopräventiv zu sein, ist natürlich nicht vollständig geklärt, hat ganz sicher was mit der Inhibition von COX-2 zu tun, die in vielen Krebszelllinien vermehrt exprimiert wird. Spielt eine Rolle in der Kanzerogenese, Angiogenese, im Tumorwachstum und in der Apoptose. Hier ist ein bisschen schneller. Es wurde auch in Science wurde auch 2012 veröffentlicht in Science, dass das Salicylat in den Zellen einen gewissen Energiesparmodus aktiviert, welcher das Zellwachstum hemmt. Was auch jetzt interessant ist in der Erklärung, warum Aspirin wirken soll. Man hat hier auch einen ähnlichen Effekt in der Leber wie mit dem Metformin. Die Fettverbrennung steigt an in der Leber, die sehen wir auch bei Metformin. Und das kann auch eine Erklärung sein. Es wurde auch in dem Nature wurde über Aspirin und Cancer Prevention gesprochen. Also es sind wirklich renommierte Magazine, die sich mit dieser Frage in den letzten Jahren beschäftigt haben. Nature hat nochmal alle größeren Studien, die Rothwell auch schon veröffentlicht hat, nochmal aufgenommen. Sie haben auch hier den Versuch gemacht zu erklären, wie es sowohl bei den niedrig dosierten Aspirinbehandlungen wie bei den hochdosierten Aspirinbehandlungen zu diesem Präventionseffekt kommt. Es scheint was mit der Hemmung der Thrombozytenaggregation zu haben. Wenn Thrombozytenaggregation aktiviert wird, dann läuft die ganze Entzündungskaskade und die führt zu einer Verringerung der Apoptosis, zu einer Zunahme der Zellproliferation, zu einer Zunahme der Angiogenese, der Neovaskularisation, und das scheint alles durch Aspirin auch in kleinen Dosierungen gehemmt zu werden. Es gab da auch einen Artikel vor kurzem, dass Aspirin möglicherweise auch bei den Melanomen eine positive Wirkung hat. Es gibt aber auch negative Meldungen, zum Beispiel diese von der Makuladegeneration. Man meint, dass Aspirin hier auch eine negative Rolle spielen könnte. Ich habe mich, ich als Gynäkologe kenne mich damit nicht aus, ich habe mich mit Ophthalmologen darüber unterhalten. Die meinen, auch in diesen Studien wäre es schwierig zu sagen,
ob das Problem das kardiovaskuläre ist oder Aspirin. Denn alle diese Patienten unter Aspirin, das sind Patienten, die haben ein kardiovaskuläres Problem. Und da ist es schwierig zu sagen, ob die Makuladegeneration jetzt was mit der Aspirinbehandlung oder mit der kardiovaskulären Situation des Patienten zu tun hat. Auf jeden Fall kann man sagen, abschließend, wenn man 5 bis 10 Jahre allen Menschen Aspirin geben würde, könnte man die Gesamtsterblichkeit um 10% reduzieren, was enorm ist. Und wenn man es vergleicht mit verschiedenen anderen Programmen, die wir zurzeit laufen haben, sei es Mammographieprogramme, sei es Prostatakarzinom-Screening-Programme, die sehr teuer ist, wäre dieses Programm relativ billig. Abschließend, es bleibt natürlich auch heute noch ein Off-Label-Use. Vielen Dank. Für diesen wunderbaren Vortrag. Ich denke, es gibt Fragen. Wir haben Zeit für 2 Fragen. Wenn es noch keine Frage gibt, dann darf ich vielleicht beginnen. Lieber Serge, diese Primärprävention, Sekundärprävention hinaus, das ja per se eine Anti-Aging-Wirkung darstellt, weitergehende Anti-Aging-Wirkungen hier eine Rolle spielen, wenn man den Mechanismus, der hier diskutiert wird, anschaut, ist es ja so, dass auf den Zellstoffwechsel und auf die Betriebstemperatur der Zelle oder diese Energiemechanismen ein Einfluss ist, auch eine antientzündliche Wirkung hast du angesprochen, sodass ich denke, dass über diese Primär- und Sekundärprävention hinaus hier weitere Anti-Aging-Effekte stattfinden. Siehst du das auch so? Also der Ansatz ist sehr interessant. Also wir wissen, Altern hat was mit Silent Inflammation zu tun, mit einem Entzündungsprozess. Wir wissen, dass dieser Entzündungsprozess in unseren Hauptrisiken, die wir im Altern eingehen, kardiovaskuläres Risiko, onkologisches Risiko, Alzheimer-Erkrankung, dass man diese Komponente immer wieder findet. Ich kann dir aber jetzt leider nicht sagen, ob Aspirin langfristig da eine Verbesserung der Lage bringt. Aber der Ansatz ist auch auf jeden Fall sehr interessant und wir wissen, dass die Anti-Aging-Kongresse gehen ja heutzutage zum großen Teil über diese Silent Inflammation. Yes. Alles klar. Ja, bitteschön. Welche Dosierung würden Sie vorschlagen? Also 80 bis 100 Milligramm scheinen zu reichen, aber wenn man den Effekt schon in den ersten 3 Jahren sehen möchte, dann müsste man wahrscheinlich etwas höher beginnen, wie 200-300 Milligramm. Aber wenn man geduldig ist, reicht das wohl und dann sieht man den Effekt ab 3 Jahren, wie auf der Linie gezeigt hat, geht die Kurve dann der Inzidenz runter. Noch eine kurze Frage, Herr Wieler. Gibt es auch für die anderen NSAIs? Gibt es auch Studien, dass die Patienten nehmen regelmäßig Medikamente aufgrund von rheumatischen Beschwerden? Also Es gilt wahrscheinlich auch für die anderen COX-2-Inhibitoren, aber da ist die Studienlage sehr dünn. Zurzeit läuft ja diese REACT-Studie, aber möglicherweise gilt das auch für die anderen Substanzen, ja. Eine ganz kurze Frage. Setzt du das auch bei gynäkologischen Tumoren ein? Aspirin? Bei Mammakarzinom ovarial, Corpus und so weiter? Also ich persönlich, ich sage es nochmal, das ist Off-Label-Use. Ich persönlich würde es bei Patienten, die ein Mammakarzinom haben, würde ich es empfehlen. Weil man hat ja, also wenn man einen unbehandelten Hypertonus ausschließt, wenn man diese Blutungsrisiken bei Gastrointestinalulzer ausschließt, hat man ja kaum Nebenwirkungen nach der heutigen Studienlage zu erwarten. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen in dem Fall, ja. Thank you.